Hörst du mich gut? Ja, sehr gut. Alhamdulillah. Hier sitzen so viele Leute, die darauf gespannt warten, was du heute, bi'idhnillah ta'ala, uns Wichtiges zu sagen hast. Ja, und ich denke, es wird was Wichtiges sein, inshallah. Ja. Rina, wer bist du? Ich bin Rina, ich komme aus Düsseldorf und zurzeit gehe ich noch zur Schule. Ja. Und 17 Jahre alt. 17 Jahre bist du? Ja. Okay. Was hat dich zum Islam gebracht? Also, ich erzähle das in ein bisschen Kurzfassung, eine längere Geschichte. Als ich 10 war, ist mein Bruder gestorben, mit 5 Jahren. Kurz zu deinem Hintergrund, Rina. Hast du muslimische Eltern gehabt oder einen Elternteil, der muslimisch war? Oder bist du komplett ohne muslimische Eltern aufgewachsen? Komplett ohne muslimische Eltern. Ich bin Italienerin. Okay. Was bist du? Italienerin. Subhanallah, wir haben nur noch Leute aus Italien. Was ist los bei euch in Italien? Aber dazu kann ich sagen, ein Teil meiner Familie, also angeheiratete Familie, ist tunesisch. Subhanallah. Tunesisch, italienisch. Genau. Okay. Aber das war trotzdem nicht der Grund, warum du zum Islam gefunden hast. Nein. Okay. Das war ein anderer. Dann erzähl uns den Grund. Also auf jeden Fall, damals, als ich 10 war, ist mein Bruder an Leukämie gestorben, mit 5 Jahren. Mit 5 Jahren? Dein Bruder? Ja, genau. Okay. Und das war für mich wie so ein Schlag ins Gesicht, weil ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Und dann bin ich, also ein Jahr später ist mein Opa dann gestorben. Und dann bin ich in eine Depression verfallen und ich habe nichts mehr gegessen. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich hatte nur noch Albträume. Und ich konnte einfach nicht mehr, ich war einfach nicht mehr ich selbst, weil ich konnte nicht mehr richtig leben, weil ich hatte diese Lebensfreude einfach nicht mehr. Das waren ja sehr liebe Leute, die du sehr lieb hattest in deinem Leben, ne? Ja, sehr. Und ich war wirklich, das war wirklich mein Liebling, das war einfach mein Herz so. Und ja, ich war Jahre in Therapie, aber es hat nichts geholfen bei mir, nichts. So, und ja, ich habe mich lange damit beschäftigt, mit dem Islam. Ich habe einfach mir Videos angeguckt von Leuten, die konvertiert sind, von Suren, die aufgesagt wurden in der Moschee, Gebete. Aber verzeih mir, Rina, was hat dich dazu gebracht? Ich meine, du bist jetzt immer noch keinen Bezug zum Islam. Genau, und ich wurde in einer Familie groß, die wirklich eigentlich nicht so eine richtige Religion hatte. So, die waren nicht gerade religiös und wir hatten halt den Christentum, aber der wurde halt nicht ernst genommen. Und das hat mir gefehlt. Eines Tages, das war so eine Kurzschlussreaktion, das heißt, ich hatte einen Traum gehabt und ich habe einfach so geträumt, dass ich konvertiert bin. So. Und ich habe dann ich habe immer versucht zu beten, zu das, was die Christen machen, aber es hat mir nicht geholfen. Ich habe mich nicht gut gefühlt. So, dann habe ich halt gedacht, okay, dann frage ich halt eine Freundin. Ich hatte eine gute Freundin. Und dann habe ich mich informiert und dann habe ich einfach mal zu Allah gebetet. Das war sofort ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich fühle mich sofort besser. Als wäre alles verschwunden in mir, mein ganzer Schmerz. So. Das heißt, du hast nur eine kurze Anleitung bekommen und hast dann gesagt, ich werde jetzt Allah einzig und alleine bitten, dass er mir hilft. Und in diesem Moment hast du gespürt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Last von dir genommen hat. Genau. Und dann habe ich einfach angefangen, den Koran zu lesen. Und ich habe das Gebet erlernt in fast 2 Wochen. In 2 Wochen? Ja, ich habe durch Freunde Hilfe bekommen und die haben mir das gezeigt und ich bin echt froh, dass ich die an meiner Seite habe. Also ich muss ehrlich sagen, seitdem ich angefangen habe, so an Allah zu glauben, an diesen Islam, einen Teil meines Lebens zu werden, ich habe nicht mehr geweint, ich habe keinen Schmerz mehr gefühlt, ich habe alles mit anderen Augen gesehen, ich bin ein besserer Mensch geworden. Ich war davor sowieso immer schon so ein Mensch, ich habe nie diese Interesse gehabt, feiern zu gehen oder irgendwas anderes zu machen. Das waren immer meine Freunde, aber von denen habe ich mich auch abgewendet. So, es war kein Interesse von dir. Genau, ich war immer ganz anders als die. Und deswegen, so fühle ich mich einfach viel wohler. Okay, das heißt, kannst du dir noch ein Leben vorstellen ohne Allah, Rina? Nein, niemals mehr. Es vergeht keine Sekunde,
an der ich nicht an Allah glaube, an denke oder sonst irgendwas. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dann wollen wir das Glaubensbekenntnis sprechen vor Zeugen, inshallah ta'ala. Es sieht so danach aus, wenn du das Gebet schnell gelernt hast, dass du auch das Glaubensbekenntnis sprechen kannst. Ja. Möchtest du es alleine versuchen, Rina? Auf Arabisch alleine, auf Deutsch bin ich mir ein bisschen unsicher. Auf Arabisch ja, aber auf Deutsch bist du dir unsicher. Ich hätte jetzt genau das Umgekehrte erwartet. Okay, auf Arabisch ist wichtiger, sowieso, inshallah ta'ala. Dann mach das alleine auf Arabisch. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Alhamdulillah. Sehr schön. Das Ganze machen wir jetzt nochmal auf Deutsch. Ich glaube, so einen Fall habe ich zum ersten Mal, wo ich das Arabisch mir anhören muss, aber das Deutsche, dabei muss ich helfen. Ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf. Außer Allah. Außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rina. Wir haben alle vor Allah bezeugt, dass du dem Islam beigetreten bist. Und wir bitten Allah Azza wa Jal für dich um Rechtleitung und dass er dich auf diesem Weg belässt. Und wisse, so wie du jetzt Allah brauchst, wirst du ihn immer brauchen. Du wirst niemals ein Leben ohne Allah leben können, zumindest kein glückliches Leben, was du selber gemerkt hast. Und in Momenten, wo Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas wegnimmt, so will ich dir nur eine Sache sagen, Rina. Manchmal muss jemand sterben, damit ein anderer lebendig wird. Das stimmt. Ja. Dein Bruder ist gestorben, Alhamdulillah, mit 5 Jahren. Manche von unseren Gelehrten sagen, diejenigen, auch von den Nichtmuslimen, die vor der Pubertät sterben, sie sind im Paradies. Paradies, ja. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und daher solltest du nicht traurig sein. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dich mit deinem Bruder im Paradies wieder vereinen. Amin. Inshallah. Hat uns sehr gefreut, Rina. War eine besondere Freude für uns. Auch. Und wir danken dir für dieses Gespräch und sagen dir Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.